Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Build Furnish. Und zwar werde ich jetzt hier den Vorgarten weitermachen. Ein paar Pflanzen nachher noch setzen und ja, ich würde sagen, wir ziehen den auch bis hier hinten durch, bis zur Mauer. Und ja, du gehst mir gerade auf den Pittel. So, weg damit. Ja, und dann würde ich sagen, schießen wir los. So, und bauen mal hier die Strecke lang. Dann mal eben schnell im Speed und bis gleich. So, ja, gut, habe ich jetzt fertig. So, was ich mir überlegt habe, ist, dass wir hier so eine Art großes Schild hinsetzen. Moment, nee, dann immer nur. So, nee, erst die müssen umgewandelt werden. So, das reicht, definitiv. So, und dann machen wir, mal gucken, da haben wir doch schön ein bisschen Abstand. Dann nehmen wir diese Reihe und dann setzen wir den hier so hin. Warte, 1, 2, 3, 4. So, den zweiten Block von da, dann hier und 1, 2, 3, 4 und dann also hier hin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hoch und dann auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, ich glaube, wir haben sie sind gleich. So, als nächstes müssen wir dann. Wow, habe ich einen Speed. Big Money. So, ein Block nehmen wir dann davon weg. Und da oben auch. Und nee, machen wir hier unten noch einen Block weniger. So. Und dann ziehen wir das einmal bis hinten hin durch. Weil dann können wir nämlich die Umrandung mal mit anderem Holz machen. So. So. Ja, so ein Dreier-Ding reicht. Komm aus, denke ich mal, ne? So. So. Ja, wie gesagt, was wir halt immer noch nicht haben, ist ein Name für diese Stadt. Ja, könnt ihr gerne mal noch in die Kommentare hauen, weil da fehlt mir immer noch der Name der Stadt. So, das hätten wir jetzt schon mal soweit fertig. Jetzt muss ich doch noch mal ins ME. So, ich habe mal eben schnell die anderen Sachen besorgt und dann hauen wir jetzt... Das war der falsche. Den wollte ich nicht hauen. Ich wollte den da drauf setzen. Weil das hebt sich dann so ein bisschen ab. Zack, 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 zack. So. Machen wir das mal von der Seite. Und dann haben wir es. Eigentlich soweit schon fertig. Aber wisst ihr, was ich schade finde? Dass man in dieser Version keine Rinde abholzen kann. Aber das macht jetzt nicht viel aus. Ja, und somit haben wir ein wunderschönes Brett. So, ja, jetzt habe ich natürlich kein Knochenmehl. So, jetzt habe ich natürlich meine Sachen geholt und jetzt hauen wir hier ein paar Bäume hin. Hauen wir da einen hin und da mal einen hin. Ich will das auch so ein bisschen willkürlich machen, sodass das nicht alles so gleich ist. So, ja, hier können wir auch so ein paar Setzinger setzen. So, was machen wir? Na, setzt du dich mal. So, jetzt noch die Eichen. So. Ach, halt, stopp. Da können wir ja nichts hin tun, weil da geht's ja demnächst aufwärts. So. Da noch einen hin. Und da. Und da. Und hier oben. So. Oh, da können wir auch noch ein paar von denen hinsetzen, ne? So. Ja, das geht bis hier hin. Wie habe ich das Gefühl gehabt, als hätte ich gerade Lava gehört. So, ich habe ja noch andere Setzlinge. Kann man nämlich... Ja, gut. Können wir hier vorne so mit einer dahin bauen. Oh, war das der einzige? Ja, gut. Das kann man mal machen, ne? So, ein dahin. Ja, weit hin. Dann schauen wir mal, welche sich davon etablieren und welche nicht. Wieder wachsen die oder sie wachsen nicht. Achso, das ist mein Stamm gewesen. So, und dann noch
bisschen was hier hin. Da ein hin. Da. So. Und das hauen wir ein bisschen in Speed rein. So, jetzt habe ich die Setzlinge gesetzt und jetzt hauen wir nur noch. Nein, kein Steak hin, sondern einfach nur Pflanzen. Aus dem Grün hier. Willst du nicht? Ich glaube, der ist blöd. Ja. Kann ich gut gebrauchen. Ist ein super Baum. Absolut. So. So, ich habe ja noch. Noch Mehl. Mangel habe ich ja hier nicht. So. So, dann wachsen die ein bisschen schneller. So. Das wollte ich jetzt nicht. So, du. Und du. Perfekt. So, du noch. Perfekt. So, hier mal so richtig. Willkürlich verteilt. Ja, damit das so ein bisschen landschaftlich aussieht. Okay, dann halt dahin. Und mal hier dürfte der wachsen. Sorry. Deswegen gehe ich davon aus, dass die hier auch nicht wachsen werden. So, aber das können wir anders machen. Indem wir einfach mal hier so, ne? Noch Mehl. So. Weil sonst haben wir eh keine Verwendung dafür. Zack. Und den noch. Zack. Da noch. Oh, das geht aber schnell. So. Dann wirkt das auch irgendwann hier so ein bisschen landschaftlicher. Seht ihr schon, ne? Oh, das ist aber ein Oschi geworden. Lego Money. So, den können wir mal einmal ein bisschen umsetzen. Den können wir hier hinsetzen. Dann schauen wir mal. Na, willst du? Jawohl. So, dann machen wir hier ein bisschen Blumenwiese. Und da, da, da und da, da. Ja, die werden nicht wachsen. Definitiv nicht. Egal, dann machen wir das halt. Diese Tour. Nee, den wollte ich treffen. Hallo? Oh, da war es schon vorbei. Egal. Ich finde, oh ja. Oh ja. Schauen wir mal, welche Bäume sich da noch wachsen. Also ich denke mal, hier oben, die werden definitiv noch. Aber, ja, ja, so langsam macht das was, ne? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr, aber hier müsste ich eventuell mal den Kies austauschen. Aber ist egal. Das lassen wir dann mal so, wie es ist. Ja, und dann haben wir auch ein, so eine Art schwarzes Brett. Da wird dann oben soll der Name des Rat, also dieser Stadt hin. Und darunter können wir halt ein paar Informationen, wenn irgendwas ist, reinsetzen. Und ja, also gefällt mir auf jeden Fall schon mal viel besser als das, was wir vorher hatten. Da hinten müssen wir auch noch mit Knochenmehl arbeiten. Obwohl, ich habe ja noch, warte mal. Wir holen noch uns noch ein bisschen. So, habe ich? Nee, habe ich da nicht. Okay, habe ich hier schon rausgenommen. Aber wir können noch ein bisschen mit denen hier arbeiten. Oh, die nicht. Die wollte ich zum... Die sind für Farbe. Sonst habe ich nichts mehr, ne? Also ich sehe jetzt zumindest keine Pflanzen, die ich verwenden könnte. Die brauchen wir für andere Sachen. Okay, wir nehmen jetzt mal nur die mit. Weil hier haben wir ja auch diese Rosen gesetzt und hast du nicht gesehen. Und deswegen werden wir dann hier so ein paar setzen. Zack. Weil die, weiß ich nicht, ob man die mit Knochenmehl, kann man die, glaube ich, nicht so großartig setzen. Egal. So, das war's. So, dann wird die Stadt ja langsam immer bunter. Ja, also mir gefällt's. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Ich mag es und bin zufrieden mit dem, was hier ist. Und ja, dann würde ich sagen, war es das schon wieder. Wir haben ein bisschen den Vorgarten hier verschönert. Ja, die Dächer müssen auch noch drauf. Oh Gott. Zu tun haben wir noch genug. Das wird so allmählich, nimmt es doch Gestalt an.
So, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Na, vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken, ein Like dazulassen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Verbesserungsvorschläge sind auch gerne gesehen. Und deswegen sage ich, zwar nicht, dass ich an die Mikrofon klatsche, aber bis zum nächsten Mal. Bis dann, eure Melli. Ciao, ciao.